Ich muss in den Knast, zu Unrecht ins Gefängnis, der Allerechte. Ja, moin Leute, Apus auf trockener Stadt, meine Freunde, wir befinden uns in der wunderschönen Stadt East, die Freunde, in einem dicken 7-Stern-Hotel. Oder wenn er so läuft, ne, warum hast du da nicht eine vernünftige Kamera, Bruder? Ihr habt im Titel schon gelesen und das ist leider kein Prank von mir oder von Leon. Das ist absolute Tatsache und traurig. Aber wahr, Freunde. Warum muss er denn in den Knast? Der allerechte Main-Character soll in den Knast geschickt werden. Und jetzt frage ich natürlich, Leute, hä, warum denn? Ja, Digga, weil du völlig verschuldet bist und abgezogen bist. Ich, ein Mensch mit so viel Positivität. War der nicht im Knast wegen dem Bombenprank, Digga? Der hat schon gut Scheiße gebaut, ne? Was ich bei ApoRed immer nie verstanden habe, der hat so eine krasse Gaming-Community gehabt, ne? Warum hat der nicht einfach weiter Fortnite gezockt, Digga? Da müssen wir natürlich ein bisschen in die Vergangenheit spulen. Und zwar hatte ich ja damals eine Bewährung gehabt, Freunde. 2 Wochen und er hat einen auf 2 Jahre gemacht, Mustafa. So, 3 Jahre Bewährung auf 7 Jahre Bewährungszeit. Das heißt, wenn in den 3 Jahren ein großartiges Vergehen passiert oder mehrere kleine, dann werde ich für 7 Monate in den Knast geschickt. So, ich denke mir so, alles cool. Ich meine, ich mache sowieso keine KG. Aber aus dem Nichts, Freunde, kam dann ein Brief reingespawnt. Der ist einfach da gewesen, out of nowhere. Wo es dann heißt, Leute, ich mache das keinen Spaß. Da heißt es einfach Haftantritt. Deine Bewährung wird widerrufen, weil du hast in der Bewährungszeit zu viel Scheiße gebaut. Und jetzt wird's interessant, Freunde. Jetzt alle Popcorn rausholen. Es wird mega. Holt die Chips-Tüten raus, Jungs. Was habe ich jetzt angerichtet, dass meine Bewährung widerrufen worden ist? Und zwar wird mir eine Straftat vorgeworfen, die ich nicht mal getan habe. Aha, da bin ich gespannt. Ich mache da keinen Spaß. Deswegen müsst ihr jetzt aufpassen, weil ich werde doch ganz easy und ganz gechillt zeigen, dass mir einfach jemand ans Bein pinkeln will. Von wahrscheinlich der Staatsanwaltschaft in Hamburg. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, die haben bestimmt ein persönliches Problem mit ihm. Deswegen, Digga, weil die persönliches Problem haben, muss er in den Knast. Nicht, weil er Steuern nicht erzogen hat. Und zwar wird mir vorgeworfen, Freunde. Erstmal Weißkorb auspacken. Fahren ohne Führerschein. Da lacht man sich tot. Also ich bin da zu irgendwelchen Anwälten gegangen. Die meinten, ja, die wollen mich in den Knast schicken. Die wollen meine Bewährung deswegen widerrufen und was auch immer. Die haben sich totgelacht. Die meinten, Digga, das ist doch nicht deren Ernst. Da ist auch irgendwie ein persönliches Interesse. Wenn das stimmen würde. Das Traurige ist, es stimmt ja nicht mal. Ich hatte eine Situation gehabt, Freunde. Da muss ich meinen Führerschein für 3 Monate abgeben. Weil ihr wisst, rangy, bisschen zu viel PS und so, ein bisschen schnell unterwegs. Da blitzt das hier und da mal da. Blitzt einmal und dann, ja, man gibt den Führerschein mal ab. Ich bin mit 30 zu viel geblitzt worden. Da muss ich auch ein Punkt, 1 Monat Führerschein weg. Jetzt, 3 Monate sind vorbei. Ich habe jetzt einen Termin gemacht beim Landesbetriebsverkehr, kurz LBV, okay? Da habe ich natürlich einen Termin zur Abholung gemacht, das dauert natürlich ein bisschen, ne? Kann mal 1 Monat dauern, kann mal 2 Monate dauern, kann auch 3 Wochen dauern, bis ihr dann den Termin bekommt. Ich fahre einfach natürlich weiter. Was redet der Arme da? Ich habe natürlich ein paar Anrufe gemacht, die meinen, alles cool, du kannst fahren. Ja, die Fahrerlaubnis hast du ja, du hast den Führerschein zwar nicht, aber du hast ja die Fahrerlaubnis. Ich fahre natürlich herum, hier und da mit dem Rangy, wie es das Schicksal will, die Polizei hält mich an, weil die denken sich, ah, den Hasen, ja, der Wagen ist ein bisschen zu fresh, da wollen wir natürlich mal anhalten. So, die halten mich an und sagen dann, ey, ja, was geht ab, zeig mal deinen Lappen, alles cool, hier und da, bist du ein bisschen aufgefallen gerade hier. Ich meinte, ey, hört mir mal zu. Den kannst du nichts mehr glauben. Ich habe schon abgeben müssen für 3 Monate, die 3 Monate sind um. Ich habe jetzt einen Termin zur Abholung gemacht und ich habe natürlich dementsprechend meinen Lappen nicht gerade da. Die meinten, okay, alles cool, haben sich alles notiert, hau hi, haha, was passiert später, kriege ich einen Brief. Dieser Vorfall, ne, diese Anzeige wurde fallen gelassen. Da habe ich jetzt keinen Straf. Okay, Amtsgericht Hamburg-Wandsbek, bla bla, Strafverfahren. 16.09.20 war das, oder was? Befehl bekommen oder sonst was, ne? Gar nichts. Alles cool. Aber mir wurde jetzt vorgeworfen, dass ich ja anscheinend dafür eine Strafe bekommen hätte, weil mit dem Haftantritt hieß es dann, dass es nicht. Oder das geht mir so auf den Sack, dieses. Der pustet so ins Mikrofon rein. Junge, du machst seit 20 Jahren YouTube. Wieso kannst du nicht in einem Mikrofon vernünftig reden? Fallen gelassen worden war, sondern es hieß, ich habe dafür 50 Tagessätze bekommen. Jetzt erkläre ich euch mal für die Nicht-Jura-Experten, wie das funktioniert. Wenn ihr eine Straftat macht, ihr geht zum Beispiel bei Penny und ihr klaut dort die ganzen Kaugummis, okay? Und ihr habt jetzt eine Straftat gemacht, weil ihr wurdet erwischt. Dann kriegt ihr einen Strafbefehl, okay? Ja. Dann habt ihr keine Ahnung. 50 Tagessätze, 100 Tagessätze. Wir nehmen jetzt das Beispiel 100 Tagessätze, okay? Jetzt berechnet natürlich der Staat, wie viel verdienst du ungefähr. Die gehen jetzt davon aus, die verdient 3.000 Euro im Monat, okay? Ja. Ja, das heißt, pro Tag verdient ihr wie viel? Huni, ne? Das heißt, bei 100 Tagessätzen wäre es 100 mal
100 Euro, weil ihr verdient 100 Euro am Tag, im Tagessatz, okay? Macht Sinn, 10.000 ja. Euro müsst ihr dann Strafe zahlen. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn man diese Strafe nicht bezahlt? Da musst du in den Knast. Ganz einfache Geschichte. Ganz einfach, Freunde, da muss man kein Jura-Experte sein. Ihr landet stattdessen in Ordnungshaft. Für 100 Tage. So viele Tage für so viele Tagessätze ihr habt. Habt ihr jetzt 50 Tagessätze, landet ihr dann 50 Tage in Ordnungshaft, wenn ihr nicht zahlt. Das heißt de facto, was macht jeder, der nur ein bisschen Brain hat, der bezahlt der das. So einen Strafhilfe bekommt, der zahlt sofort, weil wenn er nicht sofort zahlt, kommt er sofort in den Knast. Ab in Habs, Digga, so. Ja. Jetzt haben wir die komplizierte so Situation. Die Geschichte mit dem Fahren ohne Führerschein wurde fallen gelassen. Ja. Das habe ich schwarz auf weiß. Ja. Wisst ihr, warum ich das schwarz auf weiß habe? Weil... Hast du gerade gezeigt. Ich muss ja beim LBV gehen, um meinen Führerschein abzuholen. Da haben die gesagt, ha, lieber Red, da war ein Vorfall mit der Polizei, wir brauchen einmal bitte zu dem Vorfall einmal das Urteil. Boah, der redet, also wirklich, ne? Der hat doch früher nicht so geredet. Ne? Das ist so anstrengend, dem zuzuhören, Digga. Weil, sonst können wir dir den Führerschein nicht geben. Ich habe gesagt, ja, kein Problem. Die haben mir dazu ein polizeiliches Aktenkennzeichen gegeben. Die Polizei hat mir dazu dem polizeilichen Aktenzeichen ein staatsanwaltliches Aktenzeichen gegeben. Mit den staatsanwaltlichen Aktenzeichen, was dann ein bisschen anders aussieht, habe ich dann eine Mail geschrieben an die Staatsanwaltschaft in Hamburg. Und die habe ich dann nett darum gebeten, ich brauche einmal bitte das Urteil, weil ich sonst meinen Führerschein nicht abholen kann, auf die Bitte vom LBV und die haben mir das Urteil gegeben. Und das Urteil war, kann ich mal hier einblenden, fallen gelassen. Ne? Also es ist eine eindeutige und klare Sache, das Ding wurde fallen gelassen. Ja. Und jetzt wurde dann einfach gesagt, nö, das war eine Straftat, das waren 50 Tagessätze, 5.000 Euro. Dann sage ich, wo habe ich denn die 5.000 Euro gezahlt? Also bitte einmal die Staatsanwaltschaft. Einmal bitte den Zahlungsnachweis von ApoRED, den aller Echten, ihr habt ja meinen vollen Namen, bitte einmal zeigen, weil ich habe meine komplette Buchhaltung. Ich habe diese 5.000 Euro nie gezahlt. Euer Möchtegern-Strafbefehl, der kam nie. Plus, ich habe doch von euch Selbstbestätigung, dass das Ding fallen gelassen worden ist. Ich habe die Korrespondenz sogar noch beim LBV. Jetzt könnte man sagen, ja, aber vielleicht war das auch eine andere Geschichte. Nein, wäre es eine andere Geschichte gewesen, eine andere Fahrung ohne Führerschein. Wäre es ein anderes Aktenzeichen, ja genau. Man merkt, dass der direkt Müll labert. Selbst mit Beweis glaube ich dem nichts. Das ist ganz logisch und das ist ganz einfach, okay? Und ich habe ja alles noch schwarz auf weiß, ich habe die ganze Korrespondenz. Deswegen auch bitte einmal an dieser Stelle, ich brauche einmal den besten Anwalt in ganz Deutschland, bitte einmal melden bei mir, weil das jetzt wahrscheinlich der größte Case in ganz Almania sein wird, weil es um den Main-Character geht, okay? Also gut. Bruder, du bist absolut unwichtig und Digga, wie kann man so viel drumherum reden? Ich schwör's dir, dieses Thema, der redet seit 8 Minuten, er hätte sagen können, Leute, ich soll in den Knast, weil ich was gemacht haben soll, was ich nicht gemacht habe. Ich kann das beweisen, hier ist ein Zettel. Das wäre 30 Sekunden TikTok gewesen, dann wäre das Ding durch. Meldet euch bei mir bitte gerne auf Instagram. Wahrscheinlich meldet sich der Anwalt auf Instagram, Digga. Das muss geklärt werden, Freunde. Das geht hier wirklich zu weit, okay? Also ihr müsst euch vorstellen, jetzt angeblich wegen dieses Fahren ohne Führerschein. Wieder ein Mimi-Video. App-User. Diese 3-Jahres-Bewährung wurde dann verlängert, okay? Die wurde dann verlängert um ein Jahr. Und dann habe ich dann wirklich eine kleine Scheiße gebaut, okay? Ich kann es euch sagen, was. Und zwar hatte ich einen gefälschten Impfpass gehabt. Oh mein Gott, ich bin so kriminell. Die haben dann natürlich dann eingesagt, haben dann gesagt, na, das ist ein bisschen sass. Und haben dann gesehen, okay, da war dann Fake. Okay, ist eine Straftat, aber wow. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wollt ihr deswegen wollt ihr einen Typen in den Knast schicken? Einen deutschen Hasen, okay? Einen treuen deutschen Virgie. Ein Trau. Warum chillst du denn in Dubai oder in der Türkei, Bruder, wenn du so ein treuer deutscher Bürger bist, Digga? Hat er nicht die übelsten Steuerschulden, Digga? Der Millionen von Steuern gezahlt hat, plus noch immer macht. Digga, den wollt ihr in den Knast schicken wegen Fahren ohne Führerschein und wegen einem gefälschten Impfpass? Digga, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Wo macht es denn Sinn? Wo, in welcher Welt macht das Sinn? Das ist auch absoluter Bullshit. Und das Traurige ist, das mit Fahren ohne Führerschein stimmt nicht mal. Das hat sich dann, wie gesagt, irgendwann so reingesneakt, um mich da einfach in den Knast reinzuschicken. Das ist wirklich hardcore, Freunde. Das ist eine hardcore Situation. Ich sage hier noch einmal ein Appell an die Staatsanwaltschaft, an das Landgericht in Hamburg. Ey, ich gebe euch eine Woche Zeit. Ich bitte euch darum, obwohl ich im Recht bin. Klärt das sofort wie möglich. Ich habe gar keinen Bock. Das ist halt auch Blödsinn, ne? In Deutschland zählt halt Unschuldsvermutung. Digga, die müssen dir beweisen, dass du Müll gebaut hast. Das heißt, wenn die keine Beweise haben, passiert auch nichts. Damals mit Anwalt, ne? Alles versucht zu klären. Ihr habt mich komplett geghostet. Ich habe von mir selbst aus E-Mails geschickt. Ihr habt mich komplett geghostet. Aber wenn es darum ging, irgendein Urteil rauszusuchen und ich euch gefragt habe, ich könnte mir ein Urteil schicken zu dem und dem, habt ihr mir das sofort per PDF geschickt. Ich habe ja die ganze Korrespondenz. Aber wenn es darum geht, dass ihr mir Unrecht tut und ihr mich zu Unrecht in den Knast schicken wollt, dann werde ich geghostet. Also das ist frech. Wie ekelhaft die Justiz in Deutschland ist. Kann man drüber reden. Ja, ist halt Bullshit, Digga. Aber wenn du auf Bewährung bist und dann 2 Straftaten, Bruder, brauchen wir nicht drüber reden. Den kleinen Pedobär? Ja, mach mal maximal 2 Jahre Bewährung. Reicht für den, ja. Also Justiz, ekelhaft in Deutschland. Da fühlt man sich doch gar nicht wohl, Freunde, als Charakter. Kann man drüber reden. Also in Deutschland läuft viel schief, was Justiz angeht. Gerade so mit den Pedos und so. Bin ich voll seiner Meinung. Aber ändert nichts daran, dass er Scheiße gebaut hat und in den Knast muss, Digga. Das soll innerhalb von einer Woche geklärt werden. Ich gebe euch da Updates. Ich bin jetzt nicht so aktiv auf Instagram oder sonst wo, aber wo ich jetzt richtig aktiv bin, Freunde, ist auf Snapchat. Deswegen müsst ihr mir da folgen. Wisst ihr wieso? Weil Snapchat gerade richtig krass Geld bezahlt. Snapchat bezahlt den Leuten gerade über viel Geld. Ich heiße da Free Upper Red. Ja, ich werde so lange Free Upper Red heißen, bis ich offiziell Free, bis dieser unnötige Haftbefehl zurückgezogen wird. Free Upper Red, folgt mir da, Freunde. Folgt mir auf Snapchat. Da gebe ich euch Updates rechts, links, was ich mache. Hier, da, dort, okay? Deswegen Snapchat folgen. Da bin ich aktiv. Da bin ich am Start. Da kriegst du einen Düsenjäger pro Tag oder so. Wenn du richtig Reichweite hast, verdienst du bei Snapchat.
Snapchat richtig Paddel. Naja, auf Instagram, ihr wisst auch so ein bisschen flexen rechts, links und so, ne? Ein bisschen Bizeps, Mizeps, der nicht vorhanden ist, weil meine Genetik gar nicht so stark ist. Leider ein Haftbefehl gegen den Allerechten, leider Gottes. Mir wird hardcore Unrecht getan. Das ist leider ein Nachteil, wenn man ein Main-Character ist, gehört dazu, aber naja. Hört ihr das? Dieses ferne Surren, das ist Mimis Festplatte, die gerade hochfährt. Digga. Roland erzieht Steuern und fälscht amtliche Dokumente in der Bewährung und wundert sich, dass er einen Knast muss. Lul, das Content kommt anders, nice. Wenigstens hast du in der Zelle dann ein fixes Zuhause, anstatt ständig nach Dubi pendeln zu müssen. Ro gibt öffentlich Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu und wundert sich, dass er Stress mit dem Staat bekommt. GG. Euer deutscher Bürgi, sagt er aus dem Hotelzimmer irgendwo in Istanbul, weil er vor Steuern flüchtet. Ist dir bewusst, dass er in dem Video nochmals Steuerbetrug zugegeben hat? Nee, hab ich nicht rausgehört, um ehrlich zu sein. ApoRed, Digga, ist halt, ey, der Typ ist so eine Marke, ne? Was ich auch fühlen würde, ist, wenn ApoRed einfach ein soziales Experiment von Jan Böhmermann ist. Okay, die Seite sieht sehr sus bei mir aus, muss man sagen.